willkommen zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Ja, mit der zweiten Folge. Ja gut, eigentlich ist es ja die dritte Folge. Aber weiter später. Ihr seht, ich bin noch gerade bei Lava und sonst irgendwo. Und vor allem, ich habe 6 Diamanten. Ja, ich habe nämlich gestern nochmal eine Folge mit Niklas zusammen aufgenommen. Er hat auch nicht viel gesagt, wie der erste Aufnahme. Aber das Problem war, irgendwie hat es mit dem Elgato Game Capture HD nicht so ganz funktioniert. Und dann ist die ganze Aufnahme verschwunden. Einfach so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das tut mir zu leid. Auf jeden Fall sind wir dann in die Höhle gegangen und haben Diamanten gefunden. Ja, Eisen, Gold, Lapis in die Hose haben wir auch gefunden. Also Lapis Lazuli. Und ja. Jetzt würde ich mich langsam daran setzen, also wir bleiben auch in der Höhle unten. Ich hoffe, ihr seht nicht Zeit. So. Ja, ja, also jetzt bleiben wir noch in der Höhle, suchen noch Sachen. Ist das in dieser Folge auch schon so dunkel gewesen? Ich muss schnell eine Fackel machen, weil sonst seht ihr ja gar nicht. Und das möchte ich natürlich nicht, weil ich muss mir auch zufrieden machen, weil ihr sonst die Videos nicht mehr schauen. Oder beziehungsweise euch die Videos nicht mehr gefallen und das würde mich nicht so freuen. Und von dem her mache ich jetzt mal ein bisschen Licht. So, dass ich jetzt nochmal, also heute Dingsle, nochmal Minecraft PE spielen. Ist ein bisschen ein Wunsch von Delio Stoller, der auch ein Abonnent ist von mir. Ich habe nämlich mit ihm geschrieben und gefragt, hey, yo, was soll ich machen, PC oder Handy? Dort hat er gesagt, ja komm, mach doch Dings auf dem Handy etwas. Also an dieser Stelle nochmal grüße dich, Delio, gell? Und genau an dieser Stelle habe ich Diamanten gefunden. Ja, also, dann gehen wir mal, upsala. Dann klettern wir, ach Gott, da. Immer am Anfang von der Aufnahme bin ich so komisch, da kann ich nicht richtig reden. Ein bisschen Sprachübungen machen vorher, dann geht das schon. Nein, auf jeden Fall habe ich den Faden verloren. Das ist typisch iPad, das ist wirklich ich. Das schaffe nur ich, von irgendetwas zu reden. Dann mich von allem Möglichen ablenken lassen und dann weiss ich nicht mehr, was ich wollte sagen. Ja, so bin ich halt. So bin ich. So, ihr könnt mir gerne dann mal in die Kommentare schreiben, was ich alles noch soll für so ein Projekt machen will. Oder ob ich etwas Spezielles in Minecraft soll machen will. Das Problem ist, ich spiele jetzt schon seit etwa 3 Jahren Minecraft. Und langsam habe ich meine Fantasie da ein bisschen verloren. Weil ich habe langsam alles ein bisschen ausprobiert. In Minecraft, oder? Und habe jetzt halt keine Inspirationen mehr. Quasi. Also einfach keine Idee mehr, was ich so machen kann. Aber ihr seid ja da. Und da bin ich sehr froh. Und darum könnt ihr mal so reinschreiben, was ich alles noch so machen könnte in Minecraft. Wie das Haus etwas aussehen soll. Halt einfach so Sachen. So. Ja, künstlerische Sachen. Ja, einfach mal probieren beschreiben. Und sonst könnt ihr das, wenn das bei mir überhaupt möglich ist, so Videoantworten machen. Oder wenn es das überhaupt noch gibt. Ich kenne mich halt da jetzt gerade noch nicht so gut aus, weil ich bin frischer YouTuber. Ich habe früher YouTube nur zum Videos schauen genutzt. Welch Wunder, oder? Ja. Und dann mal setze ich es wirklich daran, dass das Ende nicht wieder so abgehackt ist. Und dass ich meine Dings, meinen Abschied auch ganz fertig machen kann. Nicht, dass ich jedes Mal. Weil das ist irgendwie ein Fluch, das ist irgendwie so ein Pädotäufchen, wo das nicht ganz. Wo das nicht will, dass ich Videos mache. Aber das müssen wir bekämpfen, nicht wahr? So, da habe ich gerade noch ein bisschen Kohle und Redstone. Soll ich das mitnehmen? Ich nehme es einfach einmal mit, dass ich so Schienen habe. Aber ich etwas bringen tun sie nicht. Ja, in der letzten Folge, als ich eben Diamanten gefunden habe, bin ich mega euphorisch gewesen, wenn man das so sagt. Also ich habe gerade noch gesagt, ja, das wär, ich hätte schon ziemlich Glück, wenn ich in dieser Höhle Diamanten finde und habe irgendetwas gelabert. Und dann schaue ich dort gerade so. Und dann sind dort Diamanten. Und dann gerade noch 6.
Ich kann dir vorstellen, wie ich ausgeflippt bin. Ja. Jetzt bauen wir hier Zeug ab. Also Gold ist ganz wichtig, weil eines meiner Ziele, habe ich dort auch gesagt, ist, mir so ein Nether-Teil bauen. Dass ich euch das zeigen kann. Vor allem jetzt, wenn ich Diamanten habe. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich echt Diamanten soll sparen soll. Und damit dann lieber Werkzeug und Schwerter und so Zeug machen soll. Und dann halt Dings farmen. Warte. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück nach dem kleinen Schnitt. Ja, wie es halt mein Vater so ist, hätte mich natürlich genau während der Aufnahme stören. Und zwar zum geschwind die Abwaschmaschine hier rum. Das ist aber natürlich überhaupt kein Problem, weil es gibt ja da eben Schnitt und ihr habt das alles mitbekommen. Und ich denke, das ist alles halb so wild. So, ich habe vorhin ja geredet von wegen lieber Diamanten. Also ich weiss nicht, ob ich lieber Diamanten sparen soll, anstatt das dann für so ein Netherteil zu verbrödeln. Aber ich glaube es nicht, weil wenn man viele Sachen hat, dann lohnt sich das Netherteil gar nicht, finde ich nicht. Also, ich habe das Gefühl, das ist so. Weil dann kommt nur so das Zeug raus, wenn man viele Sachen hat, die man gar nicht mehr so schätzt. Weil man eben das Zeug alles schon in Masse hat. Und darum denke ich, ich probiere es lieber am Anfang schon zu machen. Weder, dass ich dann sage, Scheiße, oder? Ja, also ich probiere das so zu sehen. Wenn ihr das anders seht, ist das halt natürlich ein bisschen schlecht. Aber es ist ja nicht so ein Problem. Ich meine, 3 Diamanten habe ich jetzt in Führung, nachdem ich den hier habe. Dann hat der Reaktor gekommen. Auf jeden Fall heisst es jetzt, ich brauche extrem viel Gold. Extrem viel, also 4 Blöcke brauche ich ja. Das heisst, ich plus. Ich brauche 4x9 Gold. Gut Deutsch. Ja, 4x9 Goldblöcke. Das wären 9, 18. Wir haben nicht so gut im Rechnen. Und das war gerade unser Roboter. Also heute ist wirklich ein bisschen da Day of Steuerung oder so. Wo bin ich jetzt gewesen? Egal. Auf jeden Fall. Ja, brauche ich. Ah ja, genau, beim Dings. Wie viel Gold das ich brauche. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine Lust, das auszurechnen, weil ich bin am Gamen. Und bei Gamen brauchst du kein Gehirn. Nein, nur Spaß. Nein. Auf jeden Fall brauchst du da ziemlich. Oder brauche ich da, oder brauche ich mehr da. Sagen sie so, wie ihr wollt. Wir brauchen ziemlich viel Gold. Aber jetzt das erste Mal möchte ich mich aufbuddeln, weil die Höhle ist mir zu langsam zu langweilig. Jetzt wollen wir doch das erste Mal ein Haus bauen. Weil wir haben jetzt schon ziemlich viele Materialien. Fast eine Rüstung, oder? Also das ist natürlich sehr hammerhaft. Und das heisst, wir bauen uns das erste Mal da gut. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig, aber da kann ich nichts daran ändern. Leider. Also ich muss sagen, ich könnte da zwar noch die heller stellen, he? Da, nicht so ganz knapperig. So, weil ich wollte jetzt gerade sagen, auf der Elgato sieht man es heller als hier auf dem Handy. Nein! Heilige Scheiße! Wow! Okay, also das ist auf jeden Fall ein Actionplanungs. Kann man das Projekt nennen? Nennen wir das Projekt. Heilige. Ich habe mich direkt in Lava See gebuddelt. Jetzt ist etwas Interessantes. Nein, das ist halt ein normaler Lavasee. Das ist jetzt natürlich knapp gewesen und da baue ich mich gerade direkt in die nächste Höhle. Ja? Leute. So, da, okay. What? Hühnli, was machst du da? Hühnerluft ist ungesund für frische Hühnli. Oh ja, apropos Vögel.
Also, bei mir in der Nähe... Oder soll ich das in der nächsten Folge erzählen? Nein, ich erzähle es noch ganz kurz. Also, bei uns in der Nähe hat es so ein Migros. Und heute hat es halt geschifft, wie, ich weiß auch nicht, als würde heute im Nachhinein starten. Auf jeden Fall hat es dann dort eine Tube gehabt, wo dann ständig ins Migros gegangen ist. Und dann bin ich noch etwas gepostet, glaube ich. Ja. Und dann war eine Frau gewesen, mit einem Kübel und hat probiert, den Vogel einzufangen, dass der nicht ständig ins Migros geht. Und dann habe ich gefragt, ob ich helfen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, kannst du den Kessel nehmen und kannst probieren, den Vogel einzufangen. Dann gibt es nachher noch etwas. Dann habe ich den Vogel eingefangen und dann habe ich ihn irgendwo anders hin, da halt, dass er nicht mit Migros läuft. Cool, Isa. Dass er nicht mit Migros läuft. Und dann... Oha. Ja. Dann, jetzt hoffentlich ist er nicht meine. Dann habe ich einen Nussstängel von der Bäckerei bekommen, der im gleichen Haus drin ist. Habe ich cool gefunden. Ja. Also auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch eine Bewertung da. Vielleicht auch ein Abo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, viel Spaß mit den nachfolgenden oder vergangenen Videos. Auf Wiedersehen miteinander.